Jetzt soll Basel dran glauben, sagte Vero Salatić vor dem Spiel. Im Spiel sieht's dann so aus. Strellers Kopfballverlängerung auf David Degen und nun schauen sie, was der mit Tauland Xhaka macht. Dann schauen, wer ist frei. Alex frei, 0:1 nach 15 Minuten. So agiert ein Meister. David Degen zu clever für Xhaka und dann Alex frei, erste Chance, erstes Tor, so kennt man ihn. Götze weiß aber durchaus zu gefallen, macht von Beginn weg mehr fürs Spiel, kombiniert gefällig und sucht den Weg zum Tor. Eine knappe halbe Stunde vorbei, Gashi an die Latte, Ben Khalifa drin. 1:1, sein erstes Pflichtspieltor seit seiner Rückkehr zu den Grasshoppers, der verdiente Ausgleich. Verdient ja, aber korrekt? Nein. Gashi steht ganz knapp im Abseits, nicht gesehen, nicht geahndet. Und soll die hervorragende Reaktion von Ben Khalifa nicht schmälern. Die GC-Welt wieder in Ordnung, 1:1 der Pausenstand vor 7000 Zuschauern. Die zweite Halbzeit ist gerade mal 2 Minuten alt. Grichting direkt in die Füße von Jappi und jetzt Achtung, Tor! Keine Runde ohne Traumtor heute dank Schill Jappi. Er überlistet Roman Bürki, besser geht's nicht. Sowas haut nicht nur die Basler Ersatzspieler von den Sitzen. Und die Freude der einen ist der Frust des anderen. Aber wer rechnet denn mit so einem Geniestreich von Schill Jappi? Basel wieder in Führung. Und Götze braucht lange, um sich von diesem Schock zu erholen. Bereits die 69. Minute. Hajrović. Und Sommer verhindert den erneuten Ausgleich. Eine Minute später, Freistoß Salatić. Aufs Tor. Gleich danach wird Alex frei Captain, denn für Streller ist Schluss, warum auch immer. Für ihn kommt Vuletta. Und Götze kommt wieder besser ins Spiel. Ben Khalifa mit der Möglichkeit, aber er zögert zu lange, Chance weg. Oder doch nicht. Brahimi trifft zum 2:2. Ben Khalifa doch alles richtig gemacht. Und der Schuss des eingewechselten Brahimi von Sauro noch abgefälscht. Sommer deshalb ohne Chance und die Reaktion auf der Gegenseite. Götze aber noch nicht zufrieden, will den Sieg. Und schrammt noch ganz knapp dran vorbei. 2:2 der Endstand nach einem guten Spiel und einem Wahnsinnstor.